Usque ad ipse cor Jesu. So ist das vom heiligen Bernhard überliefert. Bernhard wird mitten, während er seinen Hohelied-Kommentar verfasst, schwer krank. Er kommt nur bis zum 5. Kapitel. Aber er beauftragt seine Schüler, dieses biblische Buch weiter zu kommentieren, bis eben zu jenem Punkt, usque ad ipse cor Jesu, bis hin zum Herzen Jesu. Das mag uns merkwürdig erscheinen. Natürlich ist von Jesu Herz im Hohen Lied nicht die Rede, jenem erotischen biblischen Buch. Aber was dann Wilhelm von Saint-Thierry in seinem Kommentar schreibt oder Gilbert von Heuland: Du hast mein Herz verwundet, du meine Braut, so sagt es der Bräutigam. Oder dann weiter, ein Abt, Williram von Ebersberg: Verwundet hast du mir mein Herz, meine Schwester, für die ich Mensch wurde, meine Braut, die ich mir vermählte durch die Mitgift meines Blutes. Um deinetwillen erduldete ich die Wunden der Nägel und der Lanze am Kreuz. Was wir hier im hohen Mittelalter finden, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht nur ein Zeugnis der Herz-Jesu-Verehrung, es ist das, was die Väter schon mit dem Herzen Jesu in Verbindung gebracht haben. Die Kirche wird geboren aus der geöffneten Seite des Erlösers, aus dem zerrissenen Herzen Jesu am Kreuz. Und aus diesem geöffneten Herzen fließen, entspringen die Sakramente der Kirche, also eigentlich alles Leben. Das geöffnete Herz Jesu ist die wahre Realität Gottes. Wenn wir zuweilen dieser Auffassung begegnen, auch gerade manchmal innerhalb der Kirche, dass Herz-Jesu-Verehrung etwas Aufgesetztes sei oder etwas aus dem 19. Jahrhundert, dann sind es gerade große Theologen, etwa Hugo Rahner, die dem mit Entschiedenheit schon vor 100 Jahren oder knapp 100 Jahren widersprochen haben. Die große Tradition von der Heiligen Schrift über die Kirchenväter, über die großen Schriftsteller des Mittelalters, von denen wir eben einige hörten, bis hin zu Maria Alacoque oder hin dann zu den großen Bewegungen, die sich dann diese Verehrung zu eigen gemacht haben. Bis hin etwa zu dem großen, seligen John Henry Newman, der den Wahlspruch, als er Kardinal wird, wählt: Cor ad cor loquitur. Vom Herzen zum Herzen reden. Bis hin zu unserer 100-jährigen Herz-Jesu-Kirche hier vor Ort in Burbach. Von Herzen zu Herzen reden. Wovon ist da die Rede? Es geht darum, dieses Herz, wenn man so will, abzuhorchen. Das bedeutet geistliches Leben. Das ist das innerste Wesen der Kirche. Das Herz Jesu und damit das schlagende Herz Gottes, sein zerrissenes Herz für uns Menschen abzuhorchen, seinen Rhythmus aufzunehmen und zu hören, was es spricht. Aber wir kennen das ja nur zu gut, wie das dann ist. Auch davon ist die Bibel voll und sie ist sehr realistisch. Und das gilt für uns Einzelne wie für die Kirche. Sie ist zuweilen, ja meistens, hartherzig, schwerhörig. Dieses Herz ist ein Stein, kalt, unerweichlich, ein Brocken, verdreckt, verstopft. Was also bedeutet Herz-Jesu-Verehrung? Was also bedeutet geistliches Leben? Auch wenn wir es hier einmal auf unseren Ort beziehen. Das gilt aber nicht nur für das, was wir hier seit 13 Jahren machen, sondern es gilt, wenn wir hier die 100-jährige Geschichte dieser Kirche anschauen, für jede Kirche, für jeden Gottesdienst, für das, was in der Kirche geschieht. Sobald das Wort Gottes erklingt, ist es ein Anklopfen, es ist ein Pochen dieses schlagenden Herzens Gottes
an unser oft so kaltes, versteinertes Herz. Es ist, als würde Mose erneut seinen Stab nehmen und an den Felsen schlagen, damit er sich bewegt, damit er aufbricht und etwas hervorströmt. Das Wort Gottes, das wir nicht nur hören, sondern uns zu eigen machen, indem wir es sprechen, indem wir es singen, in den Psalmen, in den Hymnen, indem wir es bedenken. Es sind jeweils kleine oder größere Erschütterungen für unser Herz, dass es endlich wach wird, dass es sich erweichen lässt und dass es aufbricht, damit es fruchtbar ist, damit es in der Lage ist, den Rhythmus Gottes aufzunehmen und das zu hören, wie Gott uns zu Herzen redet. Es ist ein geradezu erschütterndes Bild, wenn wir dieses zerrissene Herz am Kreuz betrachten. Derjenige, der kommt, uns nachzugehen, der in diese Welt kommt, weil die Welt für sich allein genommen, das ist ein großer Irrtum unserer Tage, wenn wir im Moment in vielen kirchlichen Stellungnahmen erleben, dass die Welt geradezu selig oder heilig gesprochen wird. Und wir müssen uns viel mehr auf die Welt einlassen. Ja, natürlich müssen wir uns auf die Welt einlassen. Wozu ist Christus gekommen? Um die Welt zu retten. Nicht um sie im Stich zu lassen, um sie sich selber zu überlassen. Aber wenn wir von der Welt reden, liebe Schwestern und Brüder, reden wir bis heute von einer gefallenen Welt. Von einer Welt, die ihre Wege gehen will und sie oft genug geht. Und wir können es ablesen, wohin das führt. Ins Unheil, in die vielen Katastrophen, die wir heute gar nicht alle aufzählen können. Es geht darum, den Weg dessen nachzugehen, der gekommen ist, diese Welt zu retten, der diesen Weg geht bis ans Kreuz und der sich im wahrsten Sinn des Wortes sein Herz zerreißen und zerfetzen lässt aus Liebe zu dieser gefallenen Welt. Das ist der Weg der Christen in diese Welt hinein. Das bedeutet es für Christen, den Rhythmus des Herzens Gottes abzuhören und in diesem Rhythmus zu leben. Es ist ein Rhythmus der Rettung. Es ist ein Rhythmus dessen, der jedem noch dem Verlorensten nachgeht und ihn nicht verloren gibt, ihn nicht aufgibt, sondern mit seiner Liebe wirbt um jeden und jede, mag er oder sie noch so weit entfernt sein. Und wenn wir diesen Dienst hier tun dürfen in einer Herz-Jesu-Kirche, dann ist es unsere primäre Aufgabe hier, unsere primäre, sie erschöpft sich nicht darin, aber die primäre, diese Erschütterungen des Wortes Gottes jeden Tag neu zu hören, uns anzueignen, in diesem Raum erklingen zu lassen. Weil sich sonst auch die Kirche verliert in Aktionismus, in tausend Versuchen, die alle gut gemeint sind und doch zu nichts führen, wenn sie nicht eins zu eins den Rhythmus dieses Herzens des Erlösers übersetzen. Das ist die Quelle für alles. Es ist die Quelle für unser Tun. Es ist die Quelle für unser Reden. Es ist die Quelle des Lebens. Cor ad cor loquitur. Usque ad ipse cor Jesu. Bis hin zum Herzen Jesu. Das muss unser Ziel sein. Als Kirche, als Einzelne. Der Dienst, den wir hier tun, besteht nicht so sehr darin, primär uns selber zu heiligen. Uns selber zu retten. Nein. Es ist ein Dienst nicht nur an dieser Stadt, es ist ein Dienst an der ganzen Kirche, so wie viele andere auch diesen Dienst versehen, weil sozusagen der Organismus der Kirche hingeführt wird, die Bahnen werden freigemacht für dieses pulsierende, liebende, lebensspendende Herz, das Herz des Erlösers, das Herz Jesu.